Hallo und willkommen zurück zu Expeditions Viking. Wir befinden uns noch in Yelling im Lager des Feindes, wo wir uns zum Oberbösewicht vorkämpfen müssen. Okay, da oben ist noch wer. Wird da wahrscheinlich auch jemand sein? Ne? Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Da ist auch die Karte zu Ende. Da kann man nicht drüber. Das heißt, wir müssen oben wohl auf jeden Fall noch an diesen Typen vorbei. Und wahrscheinlich brauche ich die auch nicht öffnen. Aha. Du bist also gekommen. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis du hier stehst. Aha. Wo ist mein Bruder? Rurik ist wohlauf. Er ist aus eigenen Stücken hier. Du hast keinen Grund, uns anzugreifen. Du konntest es einfach nicht lassen, oder? Du wirst für all das bezahlen, was du uns angetan hast. Das hast du dir selbst zuzuschreiben, alter Mann. Wir wollten lediglich in Frieden leben. Frieden? Pferdescheiße! Du bist der Sohn deines Vaters und deine Handlungen beweisen es. Aus dir wäre auf jeden Fall ein Wikinger geworden. Du solltest dankbar sein. Ich habe dich lediglich gezwungen, dich deinem Schicksal etwas früher zu stellen. Du hast das alles getan, damit ich mich meinem Schicksal stelle? Natürlich nicht, du dummer Welpe. Ich habe es aus genau den Gründen getan, die ich bereits Sigurd Ringe geschildert habe. Die Bedrohung durch das fränkische Königreich wirft einen großen Schatten auf uns alle. Ein Krieg gegen die Franken ist unvermeidbar. Und wenn es soweit ist, müssen wir stark sein. Wir müssen vereint sein. Ihr wart eine Schwachstelle. Dein Gebiet liegt zwischen Jelling und der südlichen Grenze, direkt an dem Fluss. Wir wären alle sicherer, wenn ich in Skjern das Sagen hätte. Vielleicht sollten wir unsere Gebiete tatsächlich zusammenlegen, aber ich habe das Sagen. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob hier überhaupt irgendwas mal schief sein kann, aber das hier ist auf jeden Fall Quatsch. Aber ich habe das dann. Genug geredet, Zeit zum Sterben. Du hast so recht, es ist Zeit zum... Ah, okay. Ja, das ist schräg. Es ist Zeit zum Sterben. Bin mir nicht sicher, ob ich das von da aus hätte auslösen sollen. Weil ich da auch gar nicht hinkomme. Ach, die kann man kaputt schlagen. Ja, verstehe. Mhm. Die Bogenschützen halten eher wenig aus. Er sollte da ein Schutz sein. Und ich glaube, der hier trifft auch mit einer... Naja, 80% ausreichen. Okay. Geht auch, aber nur 35. Schade.
Kann man auch nicht anstürmen. Wir könnten das jetzt kaputt schlagen, aber ich glaube, das will ich gerade gar nicht. Ich warte jetzt hier erstmal ab. Da haben sie sich ja eine tolle Deckung zusammengebaut. Zumal ich ja damit jetzt auch noch durch die Schilder durchschießen kann. Ah nee, okay, die kann man blocken. Machen wir trotzdem weiter. Give up while you can still say I yield. Oh, Hagelsturm, das ist schlecht. Naja, geht so. Na, ja, der ist aber ganz gut mit dem Blocken. Machen wir mal einen Feuerpfeil, dann wird er vor sich hin brutzeln. Mhm. Ja, aber noch einen Hagelsturm kann er nicht machen. Chance 31. Ah, okay, da hat eine 100% Chance, das ist dann vielleicht nicht so gut. Ich glaube, den kann der aber nicht erreichen. Die nächste bitte. Okay, das funktioniert so nicht. Dann müssen wir das jetzt kaputt schlagen. Wobei ich die jetzt trotzdem weiter anlaufen lasse. Aber den hier setze ich zurück hinter den Schildträgern. Wir könnten das hier machen. Dann laufen sie jedenfalls in ihr Verderben, sage ich mal. 55%, dann nehmen wir halt den.
Und die nächsten bitte. Da hat denen die Barriere so richtig viel gebracht. Sind noch drei übrig. Dann rücken wir mal langsam vor. Ich glaube zwar nicht, dass sie da überhaupt dranlaufen, aber... Na, okay, das könnte jetzt ungesund... Naja, nicht. Streuschuss ist ja nur das Aufdecken. Machen wir mal den hier. Hat es nicht getroffen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Da gibt es keine gescheite Position für Deckung. Das hier wahrscheinlich schon, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Na, dann laufe ich einfach nur dahin und mache den Overwatch an. Wobei ich nicht glaube, dass der so weit reicht bis nach hinten. Was war das denn? Ach so, nochmal in eine Falle getreten. Da war das Spiel gerade ein bisschen seltsam.
just realized you're outclassed, didn't you? So, dann wollen wir die mal schön verpacken. Ja, machen wir sofort hier dieses Zieldings. Und weg mit dir. Wir haben ihn. Es ist vorbei. Danach steht er nicht mehr auf. Tan Skule ist tot. Wir müssen Rurik finden. Er muss im Langhaus sein. Wäre Lauk. Volkvi, mal gucken, ob wir den... War der das? Das ist Skule. Skule hatte zumindest Rationen mit. Naja. Finde Rurik. Dein Bruder erwartet dich im Mittelteil von Skules Langhaus. Er wirkt unversehrt, aber etwas an seiner Haltung ist anders. Sein Rücken ist aufrecht und sein Kinn ist angehoben. Er beobachtet dich mit ausdruckslosen Augen, als du das Haus untersuchst und dein Gefolge sich im Raum positioniert. Als du dich davon überzeugt hast, dass der Ort sicher ist, wendest du dich Rurik zu. Er begrüßt dich mit einem traurigen Lächeln. Ich habe alles vermasselt, Bruder. Mein eigener Bruder Seite an Seite mit dem größten Feind unseres Clans. Wie konntest du nur... Skule hatte gute Absichten, weißt du? Wir machen uns alle ernste Sorgen wegen der drohenden Invasion durch die Franken. Unser Clan ist so schwach gewesen. Halfdan öffnete mir die Augen darüber, wie unser Vater als Oberhaupt versagt hat. Weißt du, es war nicht nur die Eifersucht von Aslifs Familie und dem alten Erlinger. Alle unsere Nachbarn sahen in uns einen schwachen Clan. Das sieht ja gar nicht ähnlich, Rurik. Du wolltest nie Tan sein. Du hast es nicht verdient, Tan zu sein. Es ist mein Recht. Ich bin der älteste Sohn. Ich laufe schon ein ganzes Leben lang von dieser Pflicht davon. Ich muss mich jetzt dem stellen, was ich bin. Weißt du nicht mehr, was du gesagt hast? Du sagtest, um ein Mann zu werden, müsste ich lernen, in meiner Abwesenheit Mutter zu beschützen. Es gibt keine Vergebung für das, was du getan hast. Du hast uns verraten, dafür musst du sterben. Du hast einen Fehler gemacht, aber schon gut, jetzt sind wir hier, ich vergebe dir. Ich weiß nicht, ob das, was du getan hast, jemals verziehen werden kann, aber es ist jetzt vorbei. Ich möchte, dass du mit uns nach Hause kommst. Eigentlich müsste ich den ja dafür umbringen. Ja. Mein ganzes Leben war nichts als eine lange Reihe von Niederlagen. Diese wird die letzte sein. Ich habe nie gelebt wie ein richtiger Mann, aber ich kann sterben wie einer. Rurik zieht seinen Sex, stürzt sich in blinder Trauer auf dich und holt nach dir aus. Du erkennst nicht sofort, dass er tatsächlich vorhat, dich zu verletzen. Deshalb kannst du nicht rechtzeitig ausweichen und ziehst dir einen tiefen Schnitt quer über der Wange zu. Dein Bruder schreit verzweifelt auf und holt aus, um erneut zuzuschlagen. Nefia schubst dich in ihrer rechten Hand... mit ihrer rechten Hand zur Seite, während ihre linke ihren Sex zieht und in einer flüssigen Bewegung Uriks Kehle aufschlitzt. Boah, tschüss. Vergib mir. Er hat dir keine Wahl gelassen. Ich wünschte nur, er wäre durch meine Hand gestorben. Nefia nimmt dich fest in den Arm. Ich konnte nicht zulassen, dass er dir wehtut. Die Welt war zu grausam für einen Mann wie Rurik. Ich hoffe, er hat endlich Frieden gefunden. Hier endet die Saga von Skule Schädelspalters gemeinen Intrigen gegen mich wahrscheinlich. Habe ich jetzt nicht zu Ende gelesen.
Und so wurde Skule Schädelspalter endlich besiegt. Ganz Jelling kam, um den gefallenen Helden und seinen Widersacher, ihre neuen Tarnen, zu sehen. Auf Wunsch deiner Mutter erhielt Rurik trotz seiner Schwäche eine prächtige Bestattung. Ohne seine Hilfe warst du gezwungen, deine Aufmerksamkeit zwischen Jelling und Skian aufzuteilen. Was zu einigen Schwierigkeiten führte. Aus Dankbarkeit schenkte dir Kaustantin, König von Pikland und Northumbrien, weite Landstriche im Norden sowie großzügige Handelsrechte mit dem neuen Vereinigten Königreich. Es ruckelt alles ein bisschen. Viele deiner Clansleute und deiner neuen Untertanen aus Jelling zogen nach Übersee. Nach und nach vermischten sich die Völker und bildeten so neue, andere Kulturkreise. Da dem sich immer weiter ausbreitenden Christentum kein Einhalt gewährt wurde, erreichte die frohe Botschaft mit der Zeit auch Jütland. Aufgrund deiner engen Verbindungen zu Britannien wurde der Norden schließlich christlich. Da du dich sehr bemüht hast, ihre ewige Loyalität zu gewinnen, blieben deine Gefolgsleute an deiner Seite, solange du sie gebraucht hast. Euer inniges Verhältnis inspirierte die Skalden und so wurden eure Abenteuer zu Legenden. Nefja und du habt schon bald geheiratet und mit ihr an deiner Seite konntest du jeder Bedrohung trotzen. Sie war beliebt bei deinen Untertanen, offenbar bereit, sich niederzulassen. Sie gebar dir viele gesunde Kinder, die später selbst die Welt erkundeten. Die Blutlinie deiner Familie besteht noch heute und hat sich über ganz Europa ausgebreitet. Und damit sind wir durch. Ja, der Endabspann, mal davon abgesehen, dass es ein bisschen geruckelt hat, war das ja doch ganz, ganz schön. Die letzte Wendung mit dem Rurik, die fand ich, naja. Die Frage ist halt, wie kann er denn überhaupt an den Gegner verfallen? Also man muss ja quasi, man kann ja nachvollziehen, dass er beeinflussbar war, aber wer soll den denn beeinflusst haben? Also, naja, vielleicht ist er irgendwie in das Dorf gegangen und wurde da überredet oder so. Naja. Ja. Da wäre es natürlich jetzt auch interessant, wie das, was für andere Outcomes man da gehabt haben könnte, wenn man da beispielsweise alle abgemetzelt hätte und dann ein eigenes Königreich in Britannien aufgemacht hätte oder ja. Naja, das Spiel ist auf jeden Fall so storymäßig zwar oder von dem Aufbau von der Quest zwar ganz gut, aber sehr, sehr, sehr viele spielerische Schwächen und halt noch überhaupt nicht gepolished. Ein Review werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich bin auch schon dabei, das zu machen. Und ja, dann lasse ich jetzt hier den Abspann noch zu Ende laufen. Und dann schauen wir beim nächsten Spiel weiter. Ich nehme mal an, dass ich zuerst noch Fallout... Ja, Fallout werde ich auf jeden Fall zuerst noch zu Ende spielen. Und dann mal gucken, was da als nächstes ansteht. Dann sage ich an der Stelle, ciao und... Bis zum nächsten Mal.